Jetzt, ihr Lieben, jetzt wird es offiziell. Zweiter Teil, jetzt kommen wir zur Verleihung der Kompassnadel. Der Kran steht schon bereit, um das Gerät zu überreichen nachher. Wir kündigen das immer. Ja, die Frau Kraft guckt schon, aber sie heißt ja schon so, Nomes Omen. Sie werden ihn schon stemmen, Frau Kraft. Wir kommen jetzt ganz offiziell zum Grand Prix Homosexuel de Pays de Rhin Westphalie de la Structure de Nettoyage dans les Sociétés Homosexuelles et Lesbiennes Interaktiv. Okay. Und ich muss sagen, der Preisträger im Bereich schwuler Selbstorganisation, das ist eine Stadt, den Namen haben wir alle gehört, diese verwunschene Stadt Siegen, an der Sieg, mit Ober- und Unterstadt, mit einem Schlosshof. Und die Schwulinitiative Siegen, ich habe sie schon als Schwester vor vielen, vielen Jahren besucht, muss ich sagen, ist eine von den vorbildlichen Einrichtungen, finde ich als Schwuler und als lesbischer Mann. Ich bin ja beides heute. Und muss sagen, das ist, die haben über 30 Jahre aktiv gezeigt, dass unsere Stärke, unser Selbstbewusstsein, unsere Eigenart zu bewahren, unseren Platz in der Gesellschaft zu finden und zu verlangen, dass man das nicht aufgeben darf. Ich muss sagen, in Abwandlung eines alten sozialistischen Spruches, von Siegen lernen heißt Siegen lernen. Also, die Laudatio hält Stefan Schwab. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Schwulen Netzwerks und der AIDS-Hilfe NRW, lieber Ansgar, es gab in den 1990er Jahren in Siegen die eine oder andere Gelegenheit, wo wir uns in der SIS, der Schwuleninitiative Siegen, den Kopf darüber zerbrochen haben, wie wir am geschicktesten einen Fuß ins Rathaus setzen, um mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Zeitweise regierten dort nämlich Bürgermeister, denen wir einfach nur peinlich waren. Ich hätte dir damals sagen können, dass das irgendwann einmal gar nicht mehr wichtig ist und du in weniger als 20 Jahren fast neben der Ministerpräsidentin sitzt. Aber das ist damals selbst mir nicht eingefallen. Das Schwule Netzwerk NRW, dem du seit seiner Gründung vor 20 Jahren verbunden bist, zeichnet dich heute mit der Kompassnadel aus. Für dein fortwährendes, ausdauerndes, erfolgreiches, ehrenamtliches Engagement in der schwulen Selbstorganisation. Du hast einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Schwule in Siegen einen Platz, eine Community gefunden haben, wo sie sich zu Hause fühlen können. Siegen ist nicht mehr, wie wir es einst selbst formuliert haben, zum Weglaufen. Als du Anfang der 1990er Jahre zur SIS gestoßen bist, war die Gruppe im Umbruch. Sie machte sich sichtbar. Bürgerradio, Filmabende, Beratung am Rosa Telefon, Partys, das Formulieren kommunalpolitischer Forderungen, schließlich der Aufbau des ersten schwulen Begegnungszentrums und der hauptamtlich besetzten Beratungsstelle. Siegen mag Provinz gewesen sein, ihr schwules Fans sein, also die Postille aus dem Untergrund der Sub sozusagen, hatte die Stadt damals dennoch. Die Filzlaus, so hieß das Blatt, brachte den Wandel der SIS auf den Punkt. Ich zitiere: jener lebensferne Haufen, der sich entweder schweigend anödete oder endlos darüber redete, ob man mit katholischen Priestern irgendwo rüber reden soll, die SIS also wird aktiv und baut ein Haus. Eine Erfolgsgeschichte, bei der Widerstände zu überwinden waren, um zum Beispiel mit der fälligen Gründung eines eingetragenen gemeinnützigen Vereins nicht gleich beim Finanzamt durchzufallen, wurde im Vereinsregister vorübergehend aus der Schwulen eine soziokulturelle Initiative. Als die SIS erstmals Flyer herausbrachte und verbreitete, gab es wochenlang Krach. Schwule, so befand die Vorsitzende einer Ratsfraktion, mögen in ihren eigenen vier Wänden glücklich werden und nicht dafür in städtischen Einrichtungen Werbung machen. Als schließlich ein Leserbriefschreiber es an der Zeit sah, dass den Verfechtern der Abartigkeit Grenzen gesetzt werden, war das selbst im Deutschen Presserat so viel. Siegen 1998. Natürlich war die SIS dabei, als die erste rot-grüne Landesregierung die Aufklärung an Schulen startete. Und natürlich hatte auch die SIS eine der schlauen Kisten. Ja, schimpfte da die katholische Arbeitnehmerbewegung, nun sei die
Förderung der Homosexualität ausdrücklich zum Regierungsprogramm erhoben worden. Kinder und Jugendliche würden einer regelrechten Gehirnwäsche unterzogen. Und wieder war es ein Leserbriefschreiber, der die aggressive Propaganda der Schwulenbewegung beklagte, die ihre Gegner terrorisiert und diskriminiert. Siegen 2001. Ich möchte hier kein bewegungsnostalgisches Vollbad einlassen, obwohl die Rückschau zeigt, wie viel wir in den letzten 20 Jahren erreicht haben, auch im eher ländlichen Raum. Wir wissen aber auch alle, dass schwul und lesbisch leben heute auch alle, schwul und lesbisch leben auch heute alles andere als selbstverständlich und unbeschwert ist, vor allem für die, die gerade damit anfangen. Im Blick zurück können wir sehen, dass es sich lohnt, dicke Bretter zu bohren. Und Ansgar hat das nicht nur im übertragenen Sinn getan, als er als Architekt und Tischlermeister das erste und das zweite Siegener Schwulenbegegnungszentrum aufbaute. Lieber Ansgar, du trägst zur Erinnerung an unsere Geschichte den rosa Winkel. Du bist regelmäßig in Buchenwald dabei, um für die SIS einen Kranz zum Gedenken an die im Nationalsozialismus umgebrachten Homosexuellen niederzulegen. Du hast aus unserer Geschichte gelernt, indem du Politik nicht anderen überlässt, sondern sie selbst machst. Zum einen in den Zusammenhängen des schwulen Netzwerks, zum anderen aber auch im Siegener Rathaus, in dem du natürlich längst drin bist, sogar als Stadtverordneter. Wir wünschen uns, dass du noch viele Generationen von Sisters, nicht nur in Siegen, mit deinem Engagement ansteckst und dass du niemals den Rat befolgst, den uns eine Bundestagsabgeordnete gegeben hat, die wir im Jahr 2000 zum ersten CSD nach Siegen eingeladen hatten. Bitte etwas mehr Diskretion, schrieb sie und sagte ab. Lasst uns allen mit der Kompassnadel zeigen, wo es wirklich lang geht. Ich gratuliere dir im Namen des schwulen Netzwerks ganz herzlich zu der Kompassnadel, die Ralf König gleich an dich weiterreichen wird. Vielen Dank. So. Sehr geehrte Damen und Herren, die Kompassnadel 2011 für besonderes langjähriges ehrenamtliches Engagement in schwulen Zusammenhängen geht an Ansgar Schieber, Vorstandsmitglied der Schwuleninitiative Siegen. Maßgeblich hat er zur Sichtbarkeit von Lesben und Schwulen in Siegen und Umgebung beigetragen, indem er dort ein Begegnungszentrum für Lesben und Schwule, eine hauptamtlich geführte Beratungsstelle und ein jährliches Straßenfest zum CSD mit auf den Weg gebracht hat. Mit seiner beharrlichen Arbeit entwickelt er in vorbildlicher Weise Initiativen, die auch vielen anderen Projekten in NRW Mut machen. Als Stadtverordneter bringt er sich aktiv in die Lokalpolitik ein und bewegt Entscheidungen für schwul-lesbische Belange auch weit über die Selbsthilfe hinaus. Im Schwulen Netzwerk NRW ist Ansgar Schieber seit vielen Jahren ein verlässlicher und engagierter Partner. Seinen nachhaltigen und erfolgreichen Einsatz für Projekte der schwulen, lesbischen und transsexuellen Emanzipation sowie sein herausragendes bürgerschaftliches Engagement würdigt der Vorstand des Schwulen Netzwerks mit der Verleihung dieser Kompassnadel. Vorstand und der Rat übergibt. Stellt euch mal nebeneinander fürs Foto, bitte. Hier. Ja, bevor ich mich hier für die Kompassnadel bedanke, möchte ich erzählen, was ein Dankeschön in der Szene bewirken kann. Es war Mitte der 90er Jahre, kurz nach der Eröffnung des ersten Schwulenzentrums in Siegen. Da fanden wir ein Päckchen mit Berliner Absender in unserer Post. Darin war eine Regenbogenflagge und der Brief eines jungen Türken enthalten, der nach seinem Coming-out die Treffen unserer SIS-Gruppe in Siegen besucht hatte und dann irgendwann spurlos verschwunden war. Er lebe jetzt in Berlin und die Gespräche bei der SIS hätten ihm geholfen, nach Berlin zu ziehen und ein von seiner Familie unabhängiges, glückliches Leben zu führen. Zum Dank schicke er uns eine Regenbogenfahne für die Gruppe. Erst lag die Fahne bei uns in einem Regal rum und kurz darauf fand sie
an eine alte Rollladenwelle aus Aluminium angeschraubt einen Platz am Eingangsportal unseres Zentrums. Da dieses Portal der Rahmen einer alten Wellblechgarage aus den 50ern rechts und links Türangeln besaß, auf die man diese Fahne aufstecken konnte, haben wir um der Symmetrie willen eine zweite Fahne besorgt. Weil unser Zentrum an einer zentralen Straßenkreuzung des Innenstadtringes lag, haben wir jedes Mal, wenn wir öffneten, die zwei Fahnen dann dort aufgesteckt. Nach der Veranstaltung musste man, vor dem Abschließen des schweren Rolltores aus Wellblech, daran denken, die Fahnen wieder einzuholen und im Vorraum sicher zu lagern. So hat die kleine Aufmerksamkeit dieses jungen Mannes die selbstbewusste Regenbogengeschichte des alten schwulen Begegnungszentrums mitgeprägt. Ich beginne mit dem Dank an mein Umfeld. Wenn die Kompassnadel eine Anerkennung meiner Verdienste ist, so möchte ich daran erinnern, dass es nicht nur meine Verdienste sind, sondern die vieler treuer Begleiter und Helfer. All die vielen zu nennen, die mitgeholfen haben, erlaubt die Zeit hier leider nicht. Exemplarisch möchte ich drei Personen herausgreifen, die meinen Weg begleitet haben. Zuerst möchte ich Andreas Röcher erwähnen, der da in der Mitte sitzt, der immer in stiller Art und Weise immer dabei war, wenn es mal brannte. Das betrifft die Bauarbeiten im ersten kalten Winter 1994-95, als vielen aus der Gruppe der Mut sank, ob wir den Ausbau unserer Räume jemals würden vollenden können. Später war er immer da, wenn nach einem der zahlreichen Einbrüche Fensterscheiben oder Rollläden zu reparieren waren oder wenn nach einer Party die Aufräumdienste nicht erschienen waren. Entweder war Andreas wie von Zauberhand sowieso da, oder er kam nach einem verzweifelten Anruf bei ihm eine Viertelstunde später und fragte, was ist denn zu tun? Meistens ist er dann auch erst, wenn alles fertig war, als letzter mit mir gegangen. Auf ihn war auch in schweren Zeiten immer Verlass. Der zweite, den ich gerne erwähnen möchte, ist Stefan Kühn, der in den letzten Jahren im Zentrum immer im Hintergrund mithilft. Das sind die vielen Montagskneipendienste zu nennen, die Herzenslust-Filmabende, die meistens wie von Geisterhand schon vorbereitet und dekoriert sind, und die vielen CSD- und Plenumssitzungen, wo Stefan meistens ungefragt seinen Laptop schon aufgeklappt hat, um all das, was wir so besprechen, in Protokollform am nächsten Abend rumzumailen. Als drittes möchte ich Marco Paul nennen, der, obwohl er erst kurz dabei ist, seit einem Jahr etwa, schon viele verantwortungsvolle Aufgaben übernommen und ausgeführt hat und der damit beim SIS-Vorstand die Hoffnung nährt, dass der Verein seine Arbeit auch in Zukunft auf ehrenamtliches Engagement stützen kann. Danke. Ja. Ich hätte hier noch 30 weitere Personen eigentlich erwähnen müssen, aber in Anbetracht der Redezeit, nicht, dass gleich dieser Wecker wieder losgeht, habt ihr sicherlich Verständnis dafür, dass ich mich auf diese Beispiele beschränkt habe. Letztendlich schließe ich alle in meinen Dank ein, die ihr am großen Ganzen der lesbisch-schwulen Familie in Stadt und Land mitarbeitet. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir weiter zusammenhalten und gemeinsam selbstbewusst unsere Interessen vertreten. Dies wünsche ich besonders auch für die ländlichen Regionen, denn dort ist die funktionierende Gemeinschaft für viele von uns ein wichtiger Haltepunkt und häufig auch Ersatz für anderweitige familiäre Bindungen. Danke. Vielen Dank, Ansgar. Ich bin ein Buschi. Ja.